Was motiviert dich zur Mehrleistung? Was motiviert einen Spitzensportler zur Höchstleistung? Was motiviert mich? Heute habe ich ein Team, das mit mir zusammenarbeitet, schon teilweise seit dem ersten Tag und täglich Höchstleistungen bringt, bis jetzt. Und da stellt sich natürlich die große Frage, was hat dazu geführt? Und ich glaube, das gilt für uns alle. Ja, wir brauchen Wertschätzung und Anerkennung, um Höchstleistung zu geben. Alle von uns brauchen das. Und das ist natürlich etwas, was bei PM International auch gelebt wird. Tagtäglich. Es ist völlig verinnerlicht. Und das beginnt im Kleinen, durch kleine Gesten auch mal Danke zu sagen. Meine Frau und ich haben auch längst verstanden für uns, dass Verdienen von Dienen kommt und deswegen auch zurückzugeben. Und das, was wir natürlich am einfachsten geben können und das jederzeit und überall, ist ein Stückchen Anerkennung, ein Stückchen Wertschätzung für das Geleistete. Und das machen wir, indem wir mal spontan für unsere Mitarbeiter den Kochlöffel schwingen, also selbst kochen und ja, sie verwöhnen. Oder eben natürlich auch im Verdienstplan bei uns, wo praktisch für jede neu erreichte Stufe es eine Ehrung gibt. Dann natürlich auch mit den Reiseincentives in großem Rahmen. Ne? Also es geht bis zu Urlauben, die wir mit unseren Vertriebspartnern zusammen verbringen. Und ich glaube, eine der wichtigsten Dinge, die wir immer geben können heute bei dem Erfolg, den wir haben, ist natürlich unsere eigene Zeit da zuzugeben. Also nochmal, Wertschätzung und Anerkennung als Modell zur Mehrleistung. Und ich denke, das ist ein ganz, 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 ganz wertvolles Thema. Also, was sind deine Erfahrungen? Und das nächste Mal sprechen wir dann über das Thema, wie man sich selbst treu bleibt. Und auch seinen Mitarbeitern, was für eine große Rolle Loyalität spielt.